Mal willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 4 Black Flag. So, damit hätte ich glaube ich alles erzählt, was ich erzählen wollte, und ich habe immer noch nicht rausgefunden, auch gar nicht nachgeguckt, wo jetzt, wo ich mein Schiff aufpippen kann. Da ist ja mein Schiff. Zumal auch reparieren, das wäre sehr sinnvoll, glaube ich. Ich glaube, ich habe einen Fettfleck auf der Brille. So, wir haben hier beim letzten Mal in den Sümpfen rumgelungert und haben uns da Dinge hergestellt aus Krokodilscheiße. Und jetzt, denke ich mal, machen wir hier ein bisschen Totenkopfaufgaben und gehen nachher der Hauptquest über. Diese Hafenmeister, ich muss mir das nochmal angucken, vielleicht in der Aufnahmepause. Tatsächlich jetzt mal echt mal gucken, dass, ne, Leute, ihr wisst selbst. So, dann vielleicht soll ich mal hier nochmal ein paar Dinge aufdecken. Kaninchen kann man hier optimal finden. Animus-Fragmente. Schweine haben wir auch. Für Munitionbeutel haben wir uns aufgepimpt. Also, wir gehen jetzt erstmal hier eine Assassinen-Aufgabe machen. Um ein bisschen Kohle zu verdienen. Ist nicht sehr viel, was wir haben. Es wird aber auch nicht weniger, wenn wir uns solch einer Aufgabe widmen. Augenblick mal, mich stört hier gerade. Ich muss mir mal echt mal einen neuen Popschutz kaufen, der hier mal. Popfilter. Der hier um das Mikrofon gebunden wird. Ey, mich stört der Arm hier so enorm. Das ist unfassbar einfach alles. So. Zumal ich hier auch nicht sehr viel Platz habe hier. Also eigentlich sollte hier auch mein Lüfter gehen, aber irgendwie. Das muss ich mir auch nochmal neuen externen Lüfter kaufen. Damit hier alles mal ein bisschen besser läuft. Ich habe gesehen, Freunde, und wenn das jemand hier sehen sollte, der davon Ahnung hat, der kann mir diese Frage ganz schnell beantworten. Und zwar, wie funktioniert das mit einer externen Grafikkarte? So müsste ich mir keinen neuen PC kaufen. Sondern es gibt, glaube ich, so eine Box, die kannst du dir am PC anschließen, also am Laptop anschließen. Und in dieser Box, da ist ein Netzteil drin, ein 500 Watt Netzteil. Ich glaube auch mit Lüfter und Pipapo. Und dann eben halt ein Slot für eine Grafikkarte. Und das Ding, damit sollst du aus diesem PC hier ein High... Ich meine, der PC ist hier nicht schlecht, aber es ist eben halt nicht nur wirklich ein Gaming-PC. Und daraus soll man wirklich einen High-End-PC, also Gaming-PC machen können. Und das, je nachdem, welche Grafikkarte ich natürlich da reinpiekst. Oh, hier Fettsack. Nicht den Kämpfer wechseln, sondern eine Bande Gesetzloser für den Ausbreitung von Gewalt und Brutalität in der Stadt verantwortlich. Sie treffen sich häufig in den Sümpfen vor der Stadt, tötet die Anführer. Okay, da waren wir gerade, da kamen wir gerade her, den Sümpfen. Jo, dann gehen wir eben halt dann nochmal rein. Vielleicht können wir uns neue Klamotten zulegen, was natürlich auch nicht ganz so schlecht wäre, ne? So, Babs. Ja, natürlich, genau. In den Sümpfen ist gut, dass das Anwesen vor den Sümpfen. Und dann würde mich wundern, mit was. Mit welchen Kreisen befinden sich die Ehrenmänner von Nassau? Oder umgeben sich die Ehrenmänner von Nassau? In welchen Kreisen? Von Brutalität und Mördern. Oh, 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 oh. Yay! Guck mal, hier wäre noch so ein Taubenschlag, hätte ich mal gedacht. Das fand ich so geil bei Brotherhood, bei Assassin's Creed Brotherhood, wo man tatsächlich Assassine anwerben konnte. Ich weiß gar nicht mehr wie, ich glaube, die hat man, glaube ich, im Laufe des Spiels irgendwie befreit. Und die dann nachher auf Mission schicken konnte. Guck dir mal diesen kleinen Tümpel an. Hier einfach so ein Tümpel. Aber liebevoll gemacht tatsächlich. Also das ist einfach hier so die Idee, dass hier einfach hier so ein Tümpel ist. Anstatt diese riesen Tümpel, die da hinten sind. So. Oh, scheiße. Wir sollten mal echt mal ganz kurz... Ja, du kannst dich da ruhig verstecken. Wo soll denn der Typ sein? Da oben, oder? Das ist er nicht. Das war ein Fettsack, der da war. So, wie komme ich denn jetzt dran vorbei? An diese Leute, ohne dass ich jetzt hier... Mit schönen Schmetterlinge. Auffällig werde. Jetzt haben sie natürlich auch Scharfschützen positioniert. Das ist sogar gleich mein Opfer. Ne, doch nicht. Aber wie könnte man dieses Opfer werden? Alter, guck mal, wie viele hier sind. Und hier wurden Leute gestorben. Alter, okay. Das ist jetzt ganz klar. Jetzt wissen wir auch, warum die hier sind.
Lässt sich keiner von anlocken vom Pfeifen, ne? Kriegen wir gleich hin. Ne. Dann rennen wir gleich hin, wenn uns den Rücken zudreht. Dann pickst du mir den Rücken. Wäre fast schief gegangen. Was? Hat mich jemand gesehen? Da kommt einer, der mich gesehen hat. Wer hat mich denn da gerade gesehen? Rock, iss mich nicht. Nein, iss mich nicht. Na klar, ich könnte ihn da oben ganz locker wegschießen, aber es wird ja... Wäre sehr unauffällig, tatsächlich, den Scharfschützen um wegzuknatzen. So, jetzt holen wir uns den Scharfschützen. Ach du Blödmann. Ja, das war mit... der lebt noch? Okay, das ging doch ziemlich lautloser, als ich dachte. Viel dumm, dass ich mich da ausgerechnet jetzt. Okay, ich denke mal, der hat uns direkt mal nicht ganz vergessen. Der läuft ja noch ziemlich nervös rum. Und ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt erschießen müssen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Na, der vergisst uns aber so allmählich. So, der sollte uns jetzt vergessen haben. Wisst ihr? Ach, scheiße. Oh, lauf, 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 lauf in den Schatten hinein. Spring auf. Oh, du Arsch. Ich nehme an, das wird unser Opfer dort sein. Okay. Oh, verdammt. Aber er hat uns keiner gesehen, ne? Aber hier sind noch Scharfschützen oben. Da sollten wir echt mal vorsichtig noch mit sein. Einer hat uns tatsächlich auch irgendwo gesehen, glaube ich. Mann, spring doch auf. Genau. Das ist zwei? Offensichtlich, ja. Krieg ich das nicht hin? Okay, mir war's nicht. Da ist noch einer am Leben. Warte mal, nee, 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 da ist noch jemand am Leben. Wir nehmen uns auch mal weg, schnell. Wo denn? Hä? Ist der unsichtbar, oder? Okay, der wird unsichtbar sein. Dann hat die Grafik gefressen. Ja gut, die haben hier die ganzen Ehrenleute tot gemacht hier von Nassau. Hey, ist das dein Ernst? Ja, das war. Oh, das war schade. Natürlich ziemlich geiler Move, dass er so ausgewichen ist. So, damit haben wir alle erledigt. Und wir können weitermachen. So, einmal kurz. So, was haben wir da oben? Okay. Dann lass uns mal ganz kurz zu dieser Kiste hier hin. Und von da aus dann
Ja, Nassau ist nicht wirklich sehr groß. Aber es kann tückisch sein. Wir müssen Nassau unbedingt an uns reißen. Ah, ne, ich wollte gerade sagen, eine Hütte ist es nicht, ne. Na komm. Na komm, nimm doch mal mit. Hallo, öffnen und so weiter. So. Na komm. Alter, was soll denn das? Na, jetzt aber. So, ein bisschen Kohle hat's gegeben. Und Perlenohrringe. Ich wollte schon mal Perlen, aber die können wir ja gleich beim Händler vertecken. Alter, voll die fette Motte hier drin. Was du hier? Verschwinde. Hässliches Viech. Na, husch. Na, nicht auf mein, sag mal, auf meinem Monitor. Husch, husch, husch. Motten. Na, husch, 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 husch. Fliegen Motten in das Licht. Genau wie du und ich. Yeah. Irgendwie fängt irgendwann. Mein Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Ja, trinken ist gut. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Ja. Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Hornigold? Scheiße, wir sind im Arsch. Hornigold und du lässt hier. Lässt ihn eine Muskete tragen? Teach. Frieden, Ben. Das Blackbeard. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Doch sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Edward Teach. Gut. Der gefürchteste Pirat der Weltmeer. In Ostindien hieß es, ne? Westindien? Ne, Ostindien hieß das damals, glaube ich, ne? Die Karibik war ja Ostindien. Naja, woher kam es? Weil Christoph Kolumbus dachte, er wäre in Indien gewesen. Deswegen wurde das alles Indien genannt. Wieder was gelernt. Ja, das einzige Stärke der Crew, er ist jetzt die Ressourcen, mit deren Hilfe die gegnerische Schiffe blenden können. Für größere Schiffe benötigen sie auch größere Mannschaft, um sie zu entern. Nächste Seite. Crew der Doktor. Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmittel anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern. Sie können Piraten in Not helfen. Finde ich alles sehr geil. So. Wir sollen anheuern. Den heuern. So, Bäuerchen, dann heuern wir doch mal an. Aber ich will nicht in irgendeiner Spelunke anheuern. Das heißt, ich werde jetzt ein paar. Kick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Get a move on. Move along, all together. Aber mal so reingelatscht. Scheiße, du Arsch. Das kann nicht euer Ernst sein. Weiterlaufen. Bestimmt, weil wir eingedrungen sind, ne? Retreat.
Aua. Aua. Au, so schnell kann man gar nicht reagieren. Alter, von hinten. So, auf dem letzten Drücker. Alles hier erledigt, was ich wollte eigentlich auch töten. Das hatte ich auch vorgehabt tatsächlich. Da bin ich ganz ehrlich, weil manchmal mag ich das ja. Töten finde ich cool. Ich stehe auf Töten. Sehr schön. Oh ja. Scheiße, das ist so weit weg. Aber da so. Dann sind die eben halt des Todes. Das tauchen immer wieder neue auf, sieht man ja. Oh ja, warum denn nicht gleich da hochspenden? Nun gut. Was für ein dickköpfiger alter Seebär. Ich hab ne raue Schale, ja, aber ich bin kein Seemann, das schwöre ich. Niedergestreckt. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ja. Ich danke dir von Herzen. Gerne. Dafür bist du jetzt auch mein bester Kumpel und wir müssen jeden Tag zusammen rumhängen. Die Blümchen, die da hochwachsen. Einfach schön und süß gemacht. Irgendwie knapp, ne? Wer denn hier gefightet? I don't really, really, really fight anymore. Da waren wir doch schon mal, ne? So. Huch, mich piekst hier was. Was mag das bloß sein? Hä? Hey, was? Eine kleine Höhle. Oh, geheimnisvoll. Was? Unterwelt der Piraten. Wie cool. Ja. Finde ich hier einen Schatztron? Da. Das Geld ruft. Sieben Kugeln. Nicht schlecht. Einfach mal so unter den feindlichen Gebieten. Ah, scheiße. Sanft oder schmerzhaft? Deine Wahl.
Gracias. Meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Gerne, por favor. Aber ich lasse ihn auch laufen wie verrückt, ne? Das ist bestimmt natürlich im Tower hier oben. Im Fort. Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. You can't outrun me! Ah. Oh, was soll das? Ah, der ist tot. Scheiße. Wer war denn das? War das so schnell? Wer ist denn da der? Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Hängt er schon? Ah, scheiße, da. Mann, genau da mache ich vor, genau vor der Nase mache ich diese Rumpfuchtelbewegung, weißt du? Hau drauf. Alter, ich hab doch abgewehrt, Mann. Ist er tot schon wieder, das? Hä? Wieso ist er denn tot? Oder war ich tot? Hä? Voll nicht geschnellt. Warum? Hä? Was? Hä? Wieso? Hä? Hä? Das lief doch gar nicht mal so verkehrt. Ich habe den Henker abgeknallt und daraufhin war dann noch nichts mehr los, oder was? Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Dieses Piraten klebt das Blut. Aua. Schieß. Ach, ich hab gar nicht hingeguckt gerade. Ach, scheiße, da oben ist ein verfickter Scharfschütze. Na, noch eine. Au, du Spasti. Was? Ich werde hier den Kampf nicht verlassen. Niemals. Er sterbe ich. Au. Ja. Ach, Mann, du kommst schon. Au. Ja, weil er mich da oben erschossen hat. Fuck! Fuck! Voll mega fuck, Alter! Pass auf. Vielleicht habe ich eine Möglichkeit, das. Nee, habe ich nicht. Oder doch? Ich hab grad so eine Idee. Vielleicht klappt das ja.
Ich meine, wenn ich da jetzt nicht unbedingt gleich unmittelbar vor auftauche, dann müssten die Hinrichtungen auch gar nicht beginnen. Hoffe ich mal. Scheiße. Ach, fuck you, Mann. Captain Kenway, komm schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Im Namen seiner Majestät ergeht daher folgendes Urteil. Hängt am Strand. Verdammt, was bis ist das? Der Tod eintritt. Wäre ich nicht gefesselt wie ein Schwein, wärst du längst aufgeschlitzt. Meine Jungs finden dich. An den Händen dieses Piraten lebt das Blut vieler Unschuldiger. Spring! Zu vieler. Im Namen seiner Majestät ergeht daher voll. Mann! Ah, kann ich dich dann. Wie krieg ich das denn jetzt hin? Er ist tot. Oh Mann, das war eine dumme Idee. Also muss ich wirklich frontal angreifen, ja? Weil man da in diesen Radius reinkommt, ne? In diesen, ich dachte, ich kann von oben die Scharfschützen wenigstens platt schießen. Sind alles nachgeladen, alle Kanonen? Ja. Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler. Mann, mach ihn fertig! Wieso macht er das nicht, ja? Fuck you, Alter, ehrlich. Komm, lauf mal. Habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass der auch noch eine Kanone hat. Ach, ich war noch gar nicht tot. Oh Mann, jetzt reicht's aber. Verdammte Scheiße. Ja, das macht mich sauer, sowas. Komm, das dauert auch immer viel zu lange, dieses Synchronisationsscheißviechdings da. Pass auf, ich habe eine Idee. Wir müssen mal gucken, dass wir hinter diesen Galgen hinkommen. Damit die uns dann von hinten. Damit der Scharfschütze nicht viel ausrichten kann hier bei uns. Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. An den Händen dieses Piraten! Steady beside! Wow, wie geil der ausgerichtet ist einfach. Mann, greif an! Ey, ich hab doch gedrückt, du Wichskopf, Alter, ehrlich. Mann, mach ihn kalt. Der Scharfschütze ist überhaupt gar nicht angegriffen jetzt, ne? Wie gemütlich der da weghüpft. Nun komm. Ach, sah der, die geklaut schon jetzt, oder?
Aber wie geil da eben gerade die Bürger damit geholfen haben, ne? Nochmal Sperrgebiet? Achso. So, auf zur Taverne. Das war anstrengend. Obwohl das eigentlich gar nicht so schwer war, irgendwie fand ich. Also es war nicht sehr herausfordernd irgendwie. Aber irgendwie war ich irgendwie zu dumm. Passiert. Ach du Doofkopf. So. Okay. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Mhm. Vielleicht. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Das ist hier, wie sie. Was hast du gehört? Wie sie? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab. Mit irgendeiner Art Schatz darin. Und das ist doch hier. Das ist es. Weißt du, wie er heißt? Komm nur gerade nicht drauf. Rotz. Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000 Mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Der läuft so. Komm nicht mehr auf die Hießen. Mission beendet. Da, 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 und da, da, da. Wachen, entwaffnen und töten. Kann man das? Okay, so hätte man das auch machen können. Darüber habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht, irgendwie. Warum auch, ne? Ja. So. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst es in die Kommentare reinschreiben. Ja, bis dahin. Oh, guck mal, hier gibt es was zu trinken. Tschüss!